Ja, wunderschönen guten Tag hier aus Deutschland, Düren. Ihr kennt uns schon, das Videofilm-Drehteam, ja? Ja, ich hoffe, ihr hattet ein sehr angenehmes, gemütliches oder unternehmungsvolles, nicht zu stressvolles, schönes Ostern, ja? Am Ostermontag hat der Videofilmer Markus, gleichzeitig mein Privatfahrer, mich zu meinen Eltern gefahren. Er war natürlich jetzt auch eingeladen und wir haben fantastische Maracuja-Torte gegessen. Und als Dessert hatte mein Vati dann noch Fürstbückler-Eis, das schmeckt auch sehr lecker. Meines Erachtens ist das von der Marke Bofrost, denn mein lieber Daddy bestellt grundsätzlich so, ja, einige Artikel, würde ich sagen, die immer fantastisch und lecker schmecken von Bofrost. Es war also ein sehr gemütlicher Nachmittag und wir haben auch noch ein Präsentationsvideo gedreht, sogar die Eltern mit einbezogen. Dieses Präsentationsvideo vom Ostermontag ist jetzt noch etwas in Arbeit und wird in den nächsten Tagen fertiggestellt. Also, ich grüße meine liebsten Eltern, ich grüße all meine lieben, herzlichen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde und besonders grüße ich euch und hab euch lieb, die gesamten Abonnenten von unserem gemeinsamen Videokanal Clubblend Orange, www.youtube.com, Clubblend Orange. Am Anfang mit C geschrieben, in der Mitte mit 2B. Ihr kennt das schon, ja? Wir haben inzwischen erfreulicherseits ca. 640 Abonnenten und ich freue mich wahnsinnig, wenn es noch mehr Abonnenten werden, ja? Also, ich animiere euch hiermit, abonniert das Video dann, ja? Das neueste Präsentationsvideo. Es wird jetzt der Videoteil 19. Weil wir hatten ja schon 18 Teile gedreht, man kann das so nennen, Wohnraumgestaltung, Tischdekoration und wir stellen auch immer sehr interessante neueste Produkte vor oder eben auch interessante Dinge, die man einfach so in den Geschäften, Supermärkten und so weiter zu kaufen bekommt und meistens auch angepasst an die Jahreszeit. Heute präsentiere ich euch die neuesten Süßwaren, also auch osterlicherseits, ja? Also passend zu Ostern, ne? Der Markus wird das gleich mal drehen und das Präsentationsvideo wird natürlich nachher wieder hochkreativ gestaltet. Es ist für uns auch immer natürlich etwas Arbeit, also so 2, 3, manchmal auch 4 Tage dauert es dann auch so bis zur Gestaltung, ne? Weil wir das ja wirklich sehr ausführlich auch machen und schon so gestalten, wie manche Fernsehshows auch sind, von Giovanni Zarella oder Florian Silbereisen und so weiter. Die haben ja auch immer in den Schlagerchamps, in der gesamten Prominenz und so weiter, haben die ja auch immer ganz, ganz hervorragende, total beeindruckende Effekte, ja? Und wir versuchen das eben privat auch ein bisschen nachzumachen. Wir sind hier nicht auf der Bühne, sondern wir sind im privaten Wohnambiente. Okay, auf Mallorca sind wir dann natürlich wieder mal in schicken Fincas, Villen oder hochwertigen Anwesen. Ne? Und das reizt mich dieses Jahr natürlich besonders, also drückt mir ganz, ganz fest die Daumen, dass dieses Jahr ein Mallorca-Aufenthalt auch mal wieder klappt. Endlich, endlich, ja? Okay. Also, der Markus wird das jetzt hier alles erstmal drehen. Ich sage noch kurz etwas dazu. Die edlen Tropfen in Nuss, Obstbrände, esse ich grundsätzlich über das ganze Jahr gesehen, sind sehr, sehr lecker, ja. Moncherie Club Winterpunsch habe ich hier auch noch. Das ist also etwas Besonderes mit Gewürznoten, Zimt und Nelke.
aber auch fantastisch mit Likör gefüllt, also schmeckt auch sehr, sehr lecker. Die Besonderheit war auch zu Ostern Lindt Alkoholspezialitäten. Auch diese Pralinenpackung werden wir jetzt gleich drehen. Da hatte mein liebenswerter Vati, der denkt auch ab und zu sehr schön an mich, mir eine geschenkt zu Ostern. Und der Markus, der war also vor ein, zwei Tagen extra noch in Aachen bei Lindt. Da war er auch in der Metro großartig wieder einkaufen für das Wochenende. Aber die Besonderheit ist dann eben die Pralinschachtel Lindt Alkoholspezialitäten. Und die hat mir der Markus dann auch noch mitgebracht. Hat mich sehr gefreut. Ja, dann habe ich hier noch einen, endlich mal wieder mit kurzem Arm. Ein, würde ich mal so sagen, Hausschlafanzug, den packe ich aber jetzt nicht aus. Den hat mir meine liebe Mutti mal geschenkt, vor, würde ich sagen, paar Tagen oder einiger Zeit. Ne? Habe ich den mal geschenkt bekommen, wollte den eben auch mal kurz gedreht haben in der Verpackung. Und einige Frühjahr-Sommerartikel liegen hier eben dann auch noch auf dem Sofabett schön dekoriert. Ich drehte auch in den nächsten Tagen mit meinem lieben Daddy eine große Reise an. Es ist keine Weltreise, nein, aber ich reise dann ein paar Tage mit meinem Daddy. Leider ist ja meine Mutti seit Jahren chronische Schmerztherapeutpatientin und leider ein bisschen gesundheitlich, ich drücke jeden Tag die Daumen, dass es wieder besser wird und so weiter und dass nichts dazwischen kommt, dass auch Mutti mal wieder dann eben auch mitreisen kann. Ja, denn eigentlich wollten wir die Reise gemeinsam machen, aber naja gut, ich mache es jetzt eben mit meinem liebenswerten Vati und reise an die Ostsee nach Pommern. Ja, diese Reise, das ist eine Besonderheit von der Zeitschrift bzw. dem Katalog Wohnen und Garten. Ja? Die Zeitung präsentiere ich dann im nächsten Videoteil mal. Heute würde das etwas zu viel werden, aber drückt mir bitte alle ganz, ganz fest die Daumen. Ja? Weil mein Daddy, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja auch schon 83. Ne? 83 Jahre und hat es auch schon ab und zu so etwas manchmal am Fuß oder Knie oder sonstiger Dinge. Na, muss dagegen auch Spritzen nehmen und ich hoffe, dass wir also die Reise sehr, sehr gut hoffentlich überstehen und in Gottes Namen nichts passiert. Natürlich wünsche ich mir auch vollste Gesundheit. Ja? Ich persönlich stehe unwahrscheinlich auf Flugreisen, die ich auch in den vergangenen Jahren regelmäßig durchgeführt habe. Dieses Mal ist es nach Jahren mal wieder eine Busreise, aber das ist eben alles so organisiert worden von dem Katalog Wohnen und Garten. Ja, den präsentieren wir dann im nächsten Teil mal, ne? Okay, jetzt ist der Markus dran. Er dreht mal alles hier. Im Hintergrund haben wir hier einen wunderschönen Spielfilm von Rosamunde Pilcher natürlich. Das ist meine Zeit, die ich mir grundsätzlich samstags auch gönne. Rosamunde Pilcher, die Sendung heißt Haustausch mit Hindernissen. Ja, das läuft also im Hintergrund. Könnt ihr ja gern im Internet, vielleicht ist es im Internet mal nachzuvollziehen. Auf jeden Fall kommt es von 13.40 Uhr bis 15.10 Uhr. Also ist bald zu Ende. Wir haben ja jetzt gleich 15.10 Uhr, ne? Okay, ja, dies zu der Angelegenheit. Jetzt ist der Markus dran und wird alles schön ausführlich aufnehmen und drehen. I miss you.
Ja, hallo, hier bin ich nochmal. Mitten im Anfang April. Ja, wir haben nämlich heute den 6.4.2024. Der Markus hat jetzt ausführlich schon mal die ganzen Osterspezialitäten und Osterartikel gedreht und auch die Aufmerksamkeiten, Geschenkchen und so weiter, die es um die Osterzeit gab. Es geht nun weiter. Ich habe inzwischen schon ein paar der Utensilien und Artikel weggeräumt in Ruhe. Ja? Und wir haben jetzt 15.20 Uhr. Und ich möchte euch das nur noch mal ganz kurz zeigen, dass ich also jetzt schon ein bisschen was weggeräumt habe. Es ist jetzt weniger auf dem Sofabett. Und den tollen Bezug hier, der ist auch schon für die Frühjahrszeit. Ne? Habe ich also extra für das Video auch angeschafft. Ja, gut. Okay, dann ist jetzt wieder der Markus dran. Gleichzeitig dreht der Markus dann auch die Tischdekoration noch mal, weil... Ja, in ein paar Tagen ist ja dann, wie gesagt, die Osterzeit auch wieder vorbei. Ich werde dann wieder umdekorieren. Aber noch bleibt das Ganze so, weil ich drehe ja erstmal eine Reise an. Ja, und vom 11.4. bis zum 14.4. bin ich dann an der Ostsee in Pommern mit meinem lieben Daddy. Ich hoffe, dass alles so weit gut geht. Hotel, Unterkunft und alles ist ja wunderbar gebucht worden. Ne? Also nur... Wovor ich ein bisschen, klein bisschen Panik habe, ist die Busreise, die lange Busreise, denn es sind so circa zwischen 9 und 10 Stunden. Also da könnt ihr mir mal alle Daumen drücken, ja? Okay, also, bis später! That is what they said when you turn around and left for good. But the taste is bitter, lonely in my bed. Keep thinking about what we were said, it's true. That it's hard to get over such a beautiful lie. When I stand with you closer, I am longing for closure. And I'm wondering why. No, no matter what I do, I keep on falling for you. The taste is bitter, lonely in my bed. Keep thinking about what we once had. It's true that it's hard to get over such a beautiful. I
an all meine lieben, herzlichen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde und besonders unsere gesamten Abonnenten. Ich hoffe, die Präsentation bis jetzt hat euch gut gefallen. Wir haben heute den 6.4.2024, das hatte ich eben auch schon betont. Ja, der Markus hat hier schon mal die Tischdekoration etwas ausführlich gedreht. Ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen. Die Osterkarten hier, die hat der Markus ja sicher auch gedreht. Habe ich alle liebevoll angeschafft vom DM. Ja, also kann ich euch nur empfehlen, die haben wunderschöne Karten zu jeder Jahreszeit. Ne? Dann gönne ich mir mal wieder Erdbeeren. Ein paar habe ich schon davon genossen. Es sind spanische Erdbeeren. Also ich grüße ganz, ganz besonders meine lieben Bekannte und liebenswerte Freunde auf Mallorca. Ja? Es sind auf jeden Fall spanische Erdbeeren. Und die paar werde ich jetzt heute noch genießen. Ich habe die dann auch ein klein bisschen Süßli, Flüssig-Süßli reingetan. Und natürlich noch Eierlikör mit Orangengeschmack. Das ist auch ein spanischer Likör. Schmeckt fantastisch dazu. Ne? Kann ich euch also auch nur weiterempfehlen, mal so etwas zu machen. Man kann auch noch ein Schüsschen Sahne drauf tun, wenn man es möchte. Aber wer jetzt kein so Fan von Sahne ist, ne, der lässt es eben weg und nimmt nur die Erdbeeren und den spanischen Orangenlikör. Hier, diesen LED-Dekohasen, Lotti nennt er sich. Ich habe ihn hier noch in der Geschenkbox. Den hat mein liebenswerter Vati mir auch noch zu Ostern geschenkt. Der leuchtet auch und ich muss mich dann, entweder schaffe ich es noch vor der Reise oder aber auch nach meiner Kurzreise mal mit diesem süßen LED-Dekohasen Lotti beschäftigen. Denn es müssen ja dann auch wieder Batterien rein und dann bringe ich ihn zum Leuchten. Ne? Gut, dann haben wir hier noch diesen Eckes Edelkirsch Schokoladenlikör. Schmeckt fantastisch. Ganz, ganz großes Lob, ja, an Eckes Edelkirsch mit Schokoladenkirschgeschmack. Wunderbar. Multivitaminsaft aus 11 Früchten und Karotte hat der Markus sicher auch gedreht. Den genieße ich in den letzten Tagen. Schmeckt auch super. Sekt aller Art dazu, also einen kleinen Schuss da rein, also erst den Sekt, ne? Kann man von Henkel nehmen, von Freschenet, von Cinciano. Es gibt so viele Sektsorten, Rotkäppchen, mir fällt jetzt nicht alles ein, Fürst Bismarck und so weiter, ja. Ihr werdet auch verschiedene Sektsorten kennen, aber da ein kleiner Schuss von diesem Multivitamin rein. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Schmeckt dann so wie Sekt-Orangensaft, ne? Okay, kann ich euch auch nur weiterempfehlen. Ich wünsche euch noch angenehme, nicht zu stressvolle, schöne Apriltage. Gott sei Dank haben wir jetzt schon ein paar Sonnenstrahlen am Himmel und es ist schöneres Wetter einfach geworden für Unternehmungen auch, ja, und natürlich auch die Kleidung, ne? Man kann jetzt auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit kurzärmlich gehen, also T-Shirts und so weiter, ne? Ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt im April, ne? Okay, ich habe euch alle lieb und besonders grüße ich unsere gemeinsamen Videokanal-Abonnentin. Bitte seid so lieb, tut mir den Gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über neue Abonnenten. Also, wünscht mir viel, viel Glück für meine Kurzreise mit meinem Daddy. Dass alles gut, harmonisch und natürlich auch interessant, ne? Ein bisschen stressig wird es werden, weil wir haben ja eine lange Fahrt vor uns, ne? Und dann auch die Rückfahrt ist dann auch wieder 9 bis 10 Stunden. Also ich werde so etwas nicht so oft machen. Ich schwärme ja unwahrscheinlich für Mallorca. Und da möchte ich dieses Jahr auch auf jeden Fall einen Aufenthalt haben. Ne? Ja, mit meinem Videofilmer Markus gemeinsam. Denn wir haben ja vor, wieder Luxusimmobilien hervorragend drehen zu können. Ja? Und auch aufschlussreiche Kontakte schließen zu können. Ich hoffe, bis jetzt hat euch das Präsentationsvideo sehr gut gefallen.
Ich verabschiede mich also von euch Lieben. Bis zum nächsten Präsentationsvideo. Dieses ist jetzt Teil 19 und das nächste wird dann Teil 20 werden. Okay, es sei denn, wir drehen mal wieder Immobilien auswärts, denn das hatten wir jetzt vor, so Mitte, Ende April, Immobilien auswärts auch mal zu drehen, ja. Dann wird das nicht Teil 20, denn das ist dann ein separates Immobilienvideo, ja. Okay, also ich verabschiede mich hiermit. Ciao!